Im heutigen Video schauen wir uns mal an, wie ein Singer-Songwriter seine Songs aufnehmen kann. Entweder zusammen mit dem Instrument und dem Gesang oder aber separat erst das Instrument und dann den Gesang. Was dabei rausgekommen ist, über welche Schwierigkeiten ich gestolpert bin und wie ich mein Setup aufgebaut habe, das schauen wir uns heute alles an. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und einen Singer-Songwriter aufzunehmen, gehört sicherlich auch zu den Aufgaben fürs Radio. Nehmen wir mal jemanden wie Ed Sheeran, jemand, den man sich auf einem Marktplatz einsam vorstellt, der dort seine Musik alleine nur mit der Gitarre bewaffnet spielt und dabei aber so viel Emotionen rüberbringt, dass man einfach weinen möchte, weil es so schön ist. Diese Performance einzufangen im Studio ist natürlich eine ganz besondere Aufgabe, denn es gibt ja zumindest schon mal zwei Varianten, wie man das Ganze aufnehmen kann. Zum einen, der Sänger spielt gleichzeitig sein Instrument und haut die Performance quasi organisch mit seinem Instrument in die Aufnahme rein. Zweite Variante, nennen wir es mal die Sophisticated Studio-Variante. Man nimmt erst das Instrument auf und dann den Gesang. Zweiteres hat natürlich den großen Vorteil, dass man sich erst auf das Instrument konzentriert und das möglichst gut einspielt und danach dann auf den Gesang konzentriert, den möglichst gut einspielt. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Vorteil, den man dann natürlich auch durch die Studioarbeit hat, dass man sich jeweils nur auf das eine konzentriert oder auf das andere, aber nicht beides zusammen. Einige Leute könnten sagen, das hat aber auch Nachteile, denn gerade das Spiel mit dem Instrument zusammen, mit den zwei Instrumenten, einmal der Stimme als Instrument und dem Instrument, was man dann spielt, zusammen, ergibt natürlich auch eine organische Einheit, die natürlich nicht nur organisch, sondern auch dynamisch miteinander interagieren kann. Das heißt, der Gitarrist spielt zum Beispiel auch natürlich ein bisschen leiser, wenn er singt, ein bisschen lauter, wenn er nicht singt. Und so hast du natürlich ein schönes organisches Spiel zwischen den beiden Instrumenten, was du vielleicht beim Einzeleinspielen jetzt nicht so reproduzieren kannst. Bei meiner Variante, das aufzunehmen, ich habe es mal ausprobiert jetzt für dieses Video hier heute, sind mir noch völlig andere Sachen aufgefallen, aber wir schauen erstmal kurz in die Aufnahmen rein und danach zeige ich dir kurz mein Setup, was ich genutzt habe. Aber nehmen wir erstmal einen kurzen Blick in die Aufnahmen, da habe ich nämlich einiges vorbereitet. Bin gut durchgekommen, hab alles mitgenommen, was das Leben auch für mich immer bereithielt. Jede Sekunde genossen, in mein Hirn gegossen, auch wenn bei Freude gleich der größte Schmerz liegt. Ich hab von hinten bis vorn das Süße und die Dorn nicht übergangen, sondern stets in mich aufgesaugt. Konnte mir die Zeit immer nehmen oder auch anderen geben, wenn das Leben dich oder mich mal wieder auslaugt. Bin auf der Sonnenseite stets auf die Füße gefallen und hab stets Federn des Glücks am Hut. Ich schreib's am Ende der Tage für alle deutlich zu lesen. Bis hierhin war gut. Okay, ich gebe zu, das hat ein bisschen länger gedauert als das, was wir gerade gesehen haben, denn es war dann doch eine ganz schöne Konzentrationsfrage, also nicht nur die Aufnahme zu machen hier als Mix-Ingenieur, sondern natürlich auch vor dem Mikro zu sitzen und zu spielen und so weiter und das Ganze sauber hinzukriegen, sowohl mit dem Instrument zusammen als auch separat da hinzukriegen, dass die Emotion auch rüberkommt, dass man sich auch reinfühlt in das ganze Ding. Das ist schon eine Aufgabe, die man mal nicht so von der Hand weisen kann. Studioarbeit ist halt, wie man da mit dem Begriff auch schon sagt, auch Arbeit. Ich habe also ein bisschen länger hier gesessen und habe ehrlich gesagt dann die zweite Aufnahme, die Einzelaufnahmen nochmal an einem nachfolgenden Tag gemacht, damit das Ganze dann doch nochmal ein bisschen anders rüberkommt. Ich war doch ein bisschen zu schnell im ersten Song unterwegs, wollte den aber nicht neu aufnehmen, habe es dann nochmal am nächsten Tag in Ruhe aufgenommen und habe dann nochmal die beiden separaten Spuren nochmal separat aufgenommen. Ja, separate Spuren separat aufnehmen, geht natürlich auch toll. Ne? Deswegen mein erster Tipp schon mal, wenn du einen Song aufnimmst, such dir eine Time aus, such dir ein Metronom aus, an dem du dich vielleicht orientierst, vielleicht nur ganz am Anfang eben, bevor du startest mit dem Song, damit du so ein Grundtiming hast, damit nicht jede Aufnahme ein unterschiedliches eigenes Timing hat. Den Fehler habe ich auf jeden Fall schon mal gemacht, indem ich mir keine Time festgelegt habe und dann einfach drauf los aufgenommen habe. Auf der anderen Seite habe ich dann natürlich auch so aufgenommen, wie ich da gerade drauf war. Das heißt, die Emotion und meine Energie ist natürlich auch in den Song reingeflossen. Du siehst, es gibt eine ganze Menge Komponenten, die man dabei beachten kann. Wir können ja mal kurz ins Setup reingucken, was ich genutzt habe. Ich habe hier zwei Lampen aufgebaut und eine Kamera. Das soll uns aber jetzt nicht gerade großartig interessieren. Ich nehme mal eine separate Kamera dazu und zeige dir mal hier schnell, was ich tatsächlich aufgenommen habe. Starten wir mal die Aufnahme und
Als erstes sehen wir hier auch schon mein SM7-Mikrofon, ein dynamisches Nierenmikrofon, das ich ganz besonders explizit ausgewählt habe hier für diese Aufnahme. Denn ich wollte ein Mikrofon für den Gesang nehmen, das möglichst wenig vom Instrument aufnimmt, wenn ich das Instrument einspiele. Und das SM7 ist dafür bekannt, dass es relativ wenig Einstreuung und Umgebungsgeräusche aufnimmt. Ne? Das ist ein Vorteil, wenn du dann natürlich separat aufnimmst, dann bist du nicht darauf festgelegt, ein Mikrofon zu nehmen, das wenig Einstreuung aufnimmt. Denn wenn du die Spuren separat aufnimmst, kannst du natürlich das Mikro für den Gesang nehmen, worauf du Lust hast. Zum Beispiel auch ein Großmembranmikrofon wie mein U87 zum Beispiel, mit dem ich sehr, sehr gerne aufnehme, das einen ganz anderen Sound hat als das SM7, das aber dann natürlich deutlich mehr von der Umgebung aufnimmt, weil es einfach deutlich filigraner als Kondensatormikrofon schon ist. Und die Wahl habe ich mir dieses Mal erspart, weil ich mir gesagt habe, komm, du nimmst mal hier mit dem SM7 auf und hast dann weniger Probleme später im Mix. Was dann tatsächlich auch im SM7 gelandet ist, schauen wir uns gleich im Mix mal an. Gehen wir mal weiter runter aufs Mikrofon hier, auf das M160, mit dem ich dann von Beyer Dynamic, mit dem ich dann die Gitarre aufgenommen habe. Die hat auf so ungefähr auf den 12. Bund gezeigt und parallel dazu habe ich die Gitarre, die wir hier hinten sehen, auch nochmal aufgenommen. Du siehst, hier unten ist noch ein Kabel drin. Das heißt, ich habe per DI-Box auch nochmal das Gitarrensignal direkt aus dem Mikro, was da eingebaut ist, aufgenommen. Hier hinten habe ich dann so einen Vorhang aufgebaut, so einen weißen Backdrop, vor dem ich gesessen habe, damit es auch ordentlich aussieht, und das Ganze dann hier im Studio natürlich nochmal hier mir lecker gemacht. Hier vorne vor allem für die Aufnahme sehr praktisch, kann ich sehr empfehlen. Hier war ein Tisch aufgebaut, oder hier ist ein Tisch aufgebaut, wo ich Stimmgerät drauf habe, eine Fernbedienung für meine Kamera, wo ich eine Fernbedienung für den Rechner drauf habe, sodass ich, wenn ich natürlich hier aufnehme und gleichzeitig Aufnahmeingenieur, aber auch Protagonist bin, dass ich dann nicht jedes Mal zwischen dem Rechner und so hin und her springen muss und der Sitzfläche, vor allem wenn du eine Gitarre auf den Beinen hast, sehr praktisch, sich so ein Fernsteuerungstisch zu bauen, dass man nicht ständig aufstehen muss, wenn man eine Aufnahme mal neu starten möchte oder sonst was. Ne? Das war also der rein technische Aufbau, den ich gemacht habe. Und was dann am Ende des Tages bei den Aufnahmen dabei rausgekommen ist und wie ich sie gemischt habe, das schauen wir uns jetzt gleich mal in der Session an. Es gibt auf jeden Fall noch einiges, was zu beachten ist beim Mix. Das werden wir dann gleich auch noch sehen. Ich gebe dir auch noch ein paar Tipps, was mir noch aufgefallen ist, worauf ich noch achten würde beim nächsten Mal, wenn ich es nochmal wiederhole. Und falls dir dieses Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier schnell auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal in die Session und gucken mal, was beim Mix tatsächlich rausgekommen ist. Also los geht's. So, da sind wir in der Session und wir schauen am besten erstmal in die Aufnahme rein, die ich mit dem Instrument und dem Gesang zusammen gemacht habe. Der aktuelle Mix, den ich davon angefertigt habe, klingt im Moment so. Bin gut durchgekommen, hab alles mitgenommen, was das Leben auch für mich immer bereithielt. Jede Sekunde genossen, in mein Hirn gegossen, auch wenn bei Freude gleich der größte Schmerz liegt. Ich hab von hinten bis vorn das Süße und die Dorn nicht übergangen, sondern stets in mich aufgesaugt, konnte mir die Zeit immer nehmen oder auch anderen geben. Also wie man hören kann, ist es eine ordentliche Aufnahme geworden. Ne? Man braucht nicht meckern, da gibt es gar nichts zu meckern hier an der Stelle. Aber wir können ja mal reinhören, zumindest einmal in die Vocalspur und mal hören, wie viel tatsächlich an Mic Bleed reingeflossen ist. Wie viel hat die Gitarre tatsächlich eingestreut ins SM7? Ich lasse es mal solo laufen hier. In mich aufgesaugt, konnte mir die Zeit immer nehmen oder auch anderen geben, wenn das Leben mich oder dich mal wieder auslaugt, bin auf der Sonnenseite. Also ich war positiv überrascht, wie wenig es tatsächlich ist. Diese Spur ist jetzt schon komplett fertig komprimiert, das heißt beim Komprimieren sorgt man ja vor allem dafür, dass die leiseren Teile etwas nach vorne geholt werden. Das ist der Nebeneffekt, den die Kompression hat. Na, eigentlich will man ja die lauteren Teile ein bisschen in der Dynamik einschränken, damit insgesamt das Signal gleichmäßiger wird, aber auf der anderen Seite hebt man natürlich die leiseren Teile auch ein kleines bisschen dadurch hervor. Und in diesem Fall bin ich jetzt wirklich positiv überrascht gewesen, wie wenig das dynamische Mikrofon von der Umgebung und damit auch vom Instrument aufgefangen hat. Ich glaube, dass ein U87 oder ein Großmembranern vergleichbarer definitiv mehr aufgefangen hätte und deswegen war die Mikrofonauswahl auf jeden Fall schon mal eine ganz wichtige. Was ich auch beachtet habe bei dem Ganzen ist, ich habe ja im Prinzip mit drei Quellen aufgenommen. Das ist ja ähnlich wie bei einem Schlagzeug, wo man ein Instrument mit mehreren Mikrofonen aufnimmt. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass die Phasenlage von den drei Spuren insgesamt zueinander sauber ist. Das kann man natürlich machen, indem man hier jetzt guckt und die Phasen gegeneinander abgleicht. Falls du nicht weißt, wovon ich da gerade rede und vor allem, wie man das abgleichen kann, kann ich dir hier mal ein Video einblenden. Da habe ich das schon mal gezeigt, wie man das händisch machen kann. Ich persönlich bevorzuge allerdings, und da machen wir jetzt mal ein kleines bisschen Werbung für ein kleines Plugin, was ich großartig finde, das Plugin Auto Align, was ich nutze. Das Plugin Auto Align hat folgende Funktion.
Man lädt es hier in jeden Kanal rein, den man bearbeiten möchte und bestimmt einen von diesen Kanälen als Chef quasi, als Master. Und das ist in diesem Fall bei mir das Mikrofon vor der Gitarre gewesen, weil das Mikrofon vor der Gitarre hat sowohl die Gitarre aufgefangen als auch den Gesang. Da können wir ja auch mal kurz reinhören, wie viel tatsächlich da hängen geblieben ist. Bin auf der Sonnenseite, stets auf die Füße gefallen und hab stets federndes Glück sein. Und da hört man schon den Nachteil vom gleichzeitig Aufnehmen von Gesang und von Instrument. Dieses Mikrofon hat deutlich mehr eingefangen. Ne? Eigentlich ist das eine super Niere, eigentlich ein Bändchen, aber trotzdem eine super Niere. Das M160 hat aber trotzdem unfassbar viel von meinem Gesang und von der Gitarre aufgenommen. Das hätte man fast schon alleine nehmen können. Hören wir nochmal kurz an der Stelle. Bin mein Hirn gegossen, auch wenn bei Freude gleich der größte Schmerz liegt. Ich hab von hinten bis vorne süß und die Gitarre überwiegt zwar, aber trotzdem ist der Gesang wirklich sehr laut hier drauf gewesen. Das ist also ein Nachteil tatsächlich von diesem Mikrofon gewesen, aber ein besseres wäre mir jetzt auch an der Stelle nicht eingefallen. Vielleicht fällt dir ein besseres Mikrofon ein, kannst es mir ja mal unten reinschreiben, was ich da vielleicht besser hätte nehmen sollen. Aber dieses Mikrofon hat halt beides aufgenommen, Gesang und Gitarre. Gut, dass ich noch das DI-Signal aufgenommen habe, das habe ich dann hier nochmal separat liegen. Ne, und so hatte ich wenigstens eine relativ saubere Spur, die ich dann nochmal zur Stütze nehmen konnte. Eigentlich wollte ich ja das M160 als Stütze nehmen, aber weil da so viel Signal drin gewesen ist, ging das leider nicht an der Stelle. Dementsprechend habe ich mich dann umentschieden und das DI-Signal dann auch passend nochmal dazu gemischt. Manche Leute verzichten ganz auf ein DI-Signal und möchten lieber nur das Mikrofon nehmen. Aber in diesem Fall hat sich das auf jeden Fall ausgezahlt, da nochmal eine weitere und vor allem sauberere Variante zu haben. Und wenn man genau hinhört bei dem DI-Signal, hört man auch meinen Gesang. Ganz, ganz klitzeklein, ein bisschen leise hinten im Hintergrund, denn es ist ein Mikrofon in meiner Gitarre verbaut, dass das dann auch aufnimmt. Aber nur so viel dazu. Ich habe also Glück gehabt, indem ich das DI-Signal hatte, was ein relativ sauberes Gitarrensignal ist, wenn es auch nicht ganz so gut klingt wie das Mikrofon. Dann habe ich das Mikrofon vor der Gitarre gehabt, was nun mal beides eingefangen hat. Und zum Glück dann auch das SM7, das dynamische Mikrofon, das dann mein Gesang größtenteils alleine angefangen hat, sodass ich dann damit arbeiten konnte. Wie habe ich den Mix dann aufgebaut? Ich habe, wie gesagt, mit dem Auto-Align erstmal dafür gesorgt, dass hier die drei in Phase laufen und habe dann mit dem Center-Mikrofon dann angefangen, weil da halt Gesang und Gitarre drauf war, das als Master genommen und hier einfach mal Send-Kanal 2 eingestellt. Send-Kanal 2 bedeutet im Prinzip nur, dass der sein Signal auf Kanal 2 sendet. Das ist so eine interne Codierung, so ein interner kleiner Bus, den diese Plugins untereinander aufspannen, und auf den anderen beiden Kanälen wird dann halt Receive, also Empfänger auf Kanal 2 dann gemacht, und dann gibt es hier diesen Detect-Button, lässt man das Signal ein bisschen laufen und dann rechnet der untereinander die Laufzeitunterschiede aus und sorgt dafür, dass die ausgeglichen werden. In diesem Fall war jetzt der Unterschied zwischen dem SM7 und dem M160 vor der Gitarre 35 Samples Unterschied und bei dem anderen Mikrofon, bei der DI-Box waren es dann, Sekunde, was habe ich jetzt gemacht? Mal kurz noch das Auto-Align hier auswählen. So, da waren es dann in diesem Fall 101 Samples. So, jetzt bin ich fast durcheinander gekommen gerade. Ne? Also 101 Samples, die dann ausgeglichen wurden. Und so hat man dann auf jeden Fall sichergestellt, dass alle drei Signale gleich in Phase sind. Wie gesagt, kann man auch händisch machen, aber in dem Fall hat mir Auto-Align einfach geholfen. Dann habe ich meinen Mix wie folgt aufgebaut. Ich habe die Gitarren erstmal gemischt und habe, wie gesagt, das M160 als Basis in der Mitte genommen und habe das andere Mikrofon, also das DI-Signal, genommen und habe das als Stütze genommen. Und ich mache das sehr gerne, dass ich das dann eben nicht in der Mitte auch hinter dem Mikrofon lasse, sondern dass ich das auf die Seiten verteile und mache mir da den Haas-Effekt zunutze, indem ich hier mit dem Spaceship-Delay dafür gesorgt habe, dass auf der linken Seite, hier kann man das sehen, hier auf der linken Seite um 10 Millisekunden verzögert wird und auf der rechten Seite um 20 Millisekunden ungefähr verzögert wird und dann den Mix auf 100% hier eingestellt. So, da habe ich, sodass ich also mit dem M160 ein normal laufendes Signal in der Mitte habe, was auch konsequent durchläuft und mir auch die Monokompatibilität erhält von dem ganzen Signal. Und dann mit der Stütze, mit dem DI-Signal quasi links um 10 Millisekunden und rechts um 20 Millisekunden verzögert, habe ich dann quasi einen
deutlich breiteren Eindruck. Und ich kann dir mal zeigen, was das genau bedeutet. Kompressor und Equalizer spare ich mir jetzt mal dir zu erklären. Da wirst du sicherlich genau wissen, was du einstellst, denn dein Geschmack wird dir ja auf jeden Fall sagen, wie du es einstellst. Aber das ist halt ein Trick, den ich nutze, um Mikrofon und DI-Signal ein bisschen für einen breiteren Sound zu nutzen. Wie gesagt, ich habe das Mikrofon hier einmal. Und hier ist die DI-Box, die dann halt über den Haas-Effekt links und rechts außen passend verteilt zum Hauptinstrument. Eigentlich aus einem Mono-Instrument ein schönes, großes Instrument macht. Und wenn du den Mono-Button drücken würdest, wäre trotzdem die Mono-Kompatibilität erhalten. Diese Methode funktioniert für mich persönlich sehr gut und ich freue mich immer, dass es dann immer wieder aufgeht, wenn ich den Haas-Effekt auf das DI-Signal lege und dann eine schöne, große Gitarre bekomme, die aber trotzdem Mono-kompatibel ist. Das waren die beiden Gitarrensignale, die habe ich dann auf einen Bus geschickt und habe die dann quasi nochmal nachbearbeitet. Mal kurz gucken, wer der hier ist. Da, genau, da ist der Bus, der heißt Akustikbus, passenderweise. Und da habe ich dann nochmal ein bisschen nachbearbeitet mit einem Equalizer. Wir wollen jetzt hier keinen Mix-Breakdown machen, sondern nur hier so viel, ein kleines bisschen untenrum aufgeräumt. Und dann nochmal mit zwei Kompressoren, mit dem LA76, also mit dem 1176 und dem LA2A nochmal ein bisschen ausgeglichen, damit die Dynamik nicht zu groß ist. Aber hier auch wirklich nur die Spitzen abgefangen. Ich wollte die Dynamik nicht komplett quetschen. Ich wollte es nicht kaputt machen. Ne? Falls du dich für den fertigen Mix interessierst, habe ich, glaube ich, gerade schon mal gesagt, kannst du dir den auf jeden Fall auf der Homepage angucken, im Blogartikel, der ist hier unten in der Videobeschreibung verlinkt und da findest du zwei Soundcloud-Links, einmal für diesen Mix und einmal für den, den ich dir jetzt gleich noch zeige, wo ich dann separat voneinander aufgenommen habe. Das nur zu den Gitarren. Beim Gesang musste ich jetzt hier dann noch ein kleines bisschen mehr eingreifen. Das sind aber auch Standardbearbeitungen gewesen. Ich habe mich hier jetzt dadurch, dass ich das richtige Mikrofon ausgewählt habe, nicht eingeschränkt gefühlt. Das heißt, die Schwierigkeit, die ich hatte, war eigentlich eher dafür zu sorgen, dass die Gitarre, die in der Mitte ist, die den Gesang auch eingefangen hat, mir den Sound insgesamt vom Gesang nicht zu sehr konterkariert. Denn wenn die beiden Signale sich ein bisschen ergänzen, dann kann natürlich einiges passieren, was ich sonst, oder kann so Interaktionen zwischen den beiden Signalen passieren, die ich sonst vielleicht nicht so hätte. Ne? Das heißt, einen Trick habe ich dann noch gemacht, indem ich, also die Vocals kann ich dir mal kurz sagen hier, das ist der Vocal Sound alleine. Hier kurz mal reingehen. In mein Hirn gegossen, auch wenn bei Freude gleich der größte Schmerz liegt. Ich hab von hinten bis vorn das Süße und die Dorn nicht übergangen, sondern stets in mich aufgesaugt. Konnte mir die Zeit immer nehmen oder auch anderen geben. Ne? Und wie du hier unten sehen kannst, ist hier eine Sidechain eingebaut. Und diese Sidechain, die geht tatsächlich auf die Gitarre in der Mitte. Da habe ich einen Kompressor draufgeladen, der hier. Und der reagiert nur immer, wenn ich singe. Das heißt, immer wenn ich singe, kriegt er über die Sidechain den Gesang auch nochmal drauf und komprimiert das Signal in der Mitte, wo die Gitarre mit dem Gesang drauf ist, sodass dann ein kleines bisschen die Gitarre in der Mitte rausgefahren wird. Zum Glück habe ich die Gitarre auf der Seite, die Stütze. Dementsprechend fällt das dann nicht negativ auf. Und so habe ich dann den Fokus auf jeden Fall auf der Hauptstimme und kann dafür sorgen, dass das Ganze dann insgesamt homogen klingt. Das Ganze habe ich dann auf einen Bus geschickt, wo ich die drei Signale dann zusammengefasst habe. Wie gesagt, die Gitarren erst auf den Akustikbus und dann hier weiter auf diesen Hauptbus. Und auf dem Hauptbus habe ich im Prinzip nur noch mal mit einem Saturation-Plugin hier ein kleines bisschen das Ganze mal charmant zusammen verdichtet und ein bisschen Glue-Effekt draufgebracht und dann noch mit einem Hall drauf gearbeitet, den ich dann jetzt aber nicht über einen Send-Effekt genutzt habe, also nicht über einen Bus parallel dazu gemischt habe, sondern weil ich sowieso hier die Gitarre und den Gesang in einen Raum reinstellen wollte, in einen gemeinsamen Raum, habe ich das Plugin hier genommen und habe das einfach mal dazu gemischt hier, einfach in den Insert rein und ich kann es mal kurz solo abspielen. Das ist der Hall, die Smooth Plate von Valhalla, von den Valhalla Vintage Verb und dann separat dazu gemischt. Ich schreib's am Ende der Tage für alle deutlich zu lesen. Bis hierhin war gut. Macht das einfach charmanten Sound. So viel zu einem schnellen Mix-Breakdown, den ich gemacht habe. Falls du jetzt noch Fragen haben solltest, kannst du mir gerne auch mal schreiben über meine Homepage. Und das war nur die Aufnahme, die ich dann hatte. Das einzige Schwierige war also hier tatsächlich der Umgang einmal mit dem M160 in der Mitte, was meinen Gesang eingefangen hat und dafür zu sorgen, dass die Phasen abgeglichen werden zwischen den beiden. Nachteil ist, ich habe auf jeden Fall hier immer alles gleichzeitig aufnehmen müssen. Das heißt, ich konnte jetzt hier, wenn ich jetzt mit einem Klick aufgenommen hätte ich vielleicht noch verschiedene Takes machen können und hätte Comping machen können. So habe ich hier eine ganze Menge Aufnahmen machen können und ich habe das hier schon zusammengeschnitten, was du hier siehst. Hier hinten ist mal die ganze Session, die du, warte mal, wo habe ich die ganze Session? Hier hinten. Da siehst du hier die ganze Session, die ich hier habe. Das sind also 5, 6, 7, 8 Versuche gewesen, die ich gemacht habe. Das heißt, es war deutlich aufwendiger, da wirklich einen guten
Mix hinzukriegen, eine gute Einspielung hinzukriegen, die wirklich von vorne bis hinten durchläuft. Und ich habe dann hier tatsächlich hier vorne dann doch nochmal einmal geschnitten und von dem einen Take den Anfang genommen und von dem anderen Take das Ende genommen. Diese Problematik hatte ich allerdings, als ich separat aufgenommen habe, nicht. Das heißt, ich habe, als ich separat aufgenommen habe, und dann gehen wir jetzt mal rüber, habe ich hier, siehst du es, eine relativ kompakte Sache. Das heißt, ich habe die Gitarre zum Glück beim ersten Mal einigermaßen ordentlich eingespielt und konnte mich dann auf den Gesang konzentrieren. Und da war jetzt einer der Vorteile, die man natürlich dann im Studio hat, wenn man separat aufnimmt. Ich konnte natürlich in der Schleife den Gesang aufnehmen und 3-4 Mal einsingen und mir dann daraus den besten Take raussuchen und hätte auch per Comping nochmal einiges rausholen können. Du siehst, hier sind noch ein paar Aufnahmen darunter, jetzt in diesem Fall nur eine. Aber ich hatte vorher auch schon ein paar andere, also hier sieht man es genau, da sind nochmal 3 Varianten, die ich aufgenommen habe und da hätte ich mir dann schön per Comping einen Take rausmachen können. Wenn ich gleichzeitig die Gitarre aufnehme, ist das definitiv nicht möglich, denn die Gitarre spielt ja immer unter dem Gesang und das würde immer korrelieren oder interagieren mit dem, was die Gitarre spielen würde und würde zu einem fürchterlichen Durcheinander führen. Das heißt, Comping ist bei der Aufnahme, wenn du beides gleichzeitig aufnimmst und du möchtest nur die Vocals compen, also nur den Gesang nochmal ein bisschen zusammenstellen, damit du einen besseren Take hast, definitiv nicht möglich. Das ist einer der großen Vorteile. Du kannst dir den besten Gesangstake zusammenstellen, indem du einfach auf die Gitarrenaufnahme rund und rund und rund aufnimmst und verschiedene Takes aufnimmst und dir dann daraus den besten Take zusammen machst. Das ist ja der Vorteil im Studio, ne, wo wir wirklich tricksen können, uns den besten Take zusammenzubauen. Aber wir können ja auch mal kurz hier reinhören in die Aufnahme, die dann hier passiert ist. Das klingt dann ungefähr so. Ne, mal das Solo auch ausmachen, damit man es auch hören kann. Das Leben auch für mich immer bereit hielt, jede Sekunde genossen und in mein Hirn gegossen, auch wenn bei Freude gleich der größte Schmerz liegt. Ich hab von hinten bis vorn das Süße und die Dorn nicht übergangen, sondern stets in mich aufgesaugt, konnte mir die Zeit immer nehmen oder auch anderen geben, wenn das Leben dich oder mich mal wieder auslaugt. Wenn auch wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe ein bisschen langsamer eingespielt. Dadurch unterscheiden sich die beiden Takes insgesamt schon mal von der Energie. Aber auf der anderen Seite habe ich halt dann auch separat aufgenommen, konnte mir den besten Take für den Gesang raussuchen, ohne dass ich davon abhängig war, ob ich währenddessen mit der Gitarre richtig oder falsch gespielt habe. Ein großer Vorteil definitiv. Und wenn du nicht so geübt bist mit Gitarre spielen und gleichzeitig singen, wahrscheinlich die bessere Variante, das dann tatsächlich so zu machen. Gibt es irgendwelche Tricks, die ich dann hier noch hatte? Wie gesagt, die Mikrofonwahl wäre mir frei gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Das wäre einer der großen Vorteile gewesen. Das Comping wäre definitiv auch ein großer Vorteil gewesen, dass ich mir meinen Take hätte zusammenstellen können aus verschiedenen Durchläufen. Das ist alles beim in einem Rutsch einspielen mit Gitarre und Gesang nicht möglich. Wenn du bei der freien Wahl deines Mikrofons beim Gesang ein anderes Mikrofon noch genommen hast, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, da noch weiter zu bearbeiten. Das heißt, wir haben ja ein sehr sauberes Signal. Können wir mal reinhören hier beim Gesang. Ich hab von hinten bis vorn das Süße und die Dorn nicht übergangen. Keine Gitarre. Das heißt, man könnte mit dem Kompressor noch deutlich mehr eingreifen und könnte hier zum Beispiel dafür sorgen, dass das Signal noch deutlich stärker komprimiert wird. Oder wie ich es hier gemacht habe, indem ich nochmal eine Parallelbearbeitung gemacht habe. Das heißt, ich habe das Signal vom Gesangskanal, das war dieser hier, nochmal geschickt auf einen Bus, der heißt Vox Crush. Eigentlich ein Trick, den man so in der Dance-Musik noch macht. Und habe den hier auf einen weiteren Bus geschickt. Und auf diesem Bus habe ich dann mit einem 1176 Kompressor das Signal nochmal ganz stark komprimiert und dann dazu gemischt. Dadurch habe ich eine deutlich ausgeglichenere Dynamik. Wir können da mal kurz reinhören, was dieser Kanal macht und du kannst mal drauf gucken, was der 1176 hier vor allem macht. Konnte mir die Zeit immer nehmen oder auch anderen geben, wenn das Leben dich oder mich mal wieder auslaugt. Bin auf der Sonnenseite. Also ganz stark komprimiertes Signal. Und hab stets Federn des Glücks am Hut. Und man sieht auch schon, wie der die leisen Teile dann immer nach vorne holt. Achte mal auf die Nadel, was die hier macht. Wenn die leisen Teile kommen, dann zieht er nämlich die Verstärkung nach oben und holt alles, was leise ist, auch nach vorne. Und gucken wir mal kurz hier. Läuft es jetzt? Ja. Also hier einmal gucken, Blick. Ich bin gut durchgekommen, habe alles mitgenommen, was das Leben auch für mich immer bereit hielt. Ne? Der holt also dann immer auch die leisen Anteile, zum Beispiel wenn das Wort ausklingt, auch noch nach vorne und holt dann die Intensität vom Gesang insgesamt nach vorne. Und der Vorteil ist, dass ich diesen Kanal dann eben separat nochmal dazu mischen kann über den Fader zum normalen Gesang. Wenn jetzt aber hier in den leisen Teilen natürlich noch Gitarrenspiel gewesen wäre, würde ich das auch mit nach vorne holen und das würde dann mitatmen und das würde dann zu einem ganz komischen Effekt führen. Das heißt, hier auch in der Nachbearbeitung
Nachbearbeitung habe ich deutlich mehr Möglichkeiten, wenn ich ein separates und sauberes Signal vorliegen habe. Dementsprechend habe ich da natürlich auch Möglichkeiten, dann den Mix auch nochmal anders zu gestalten. Eine Variante auf jeden Fall, da intensiver in den Mix einzusteigen, was mir vielleicht verborgen bleibt, wenn ich hier noch Mic-Bleed drauf habe und zum Beispiel eine Gitarre im Hintergrund höre, die dann hier mitspielt. Zum Glück haben wir das SM7 gehabt und dementsprechend haben wir dann dieses Problem nicht gehabt. Wir können auch nochmal ins M160 reinhören, nämlich das Stützmikrofon, was ich in der Mitte gehabt habe. Und da wirst du schon ahnen, was passiert ist. Keine Vocals, gar nichts. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem den Kompressor, den ich gerade auch genommen habe, den ich per Sidechain genommen habe, hier auch nochmal reingeladen. Dieses Mal aber nicht, um den Gesang runterzudrücken, sondern um dafür zu sorgen, dass der Gesang etwas mehr Platz hat gegen die Musik. Das heißt, der Gesang drückt auch per Kompressor und Sidechain hier an dieser Stelle die Gitarre in der Mitte zusammen und sorgt dafür, dass der Gesang insgesamt ein bisschen mehr Platz hat. Du siehst also, man kann zwei unterschiedliche Intentionen haben und trotzdem den gleichen Trick benutzen. So viel dazu. Und die normale Gitarre über die iBox klingt auch hier. Auch wieder über den Haas-Effekt schön breit nach vorne gemacht. Und mit Gesang. Gesaugt, konnte mir die Zeit immer nehmen oder auch anderen geben, wenn das Leben dich oder mich mal wieder auslaugt. Bin auf der Sonnenseite stets auf die Füße gefallen und hab. Und so sind am Ende des Tages die Mixtechniken tatsächlich gleich gewesen und man hatte nur kleinere Schwierigkeiten, mit denen man tatsächlich kämpfen musste. Von daher war die Herausforderung jetzt nicht ganz so groß. Wie gesagt, das M160 in der Mitte hatte mehr Gesang eingefangen, als ich gleichzeitig eingespielt habe. Das hat den Mix aber nur sekundär beeinflusst. Hör mal in beide Varianten rein, dann kannst du entscheiden, ob das tatsächlich zu irgendwelchen Phasenschweinereien oder sonstigen geführt hat, was du vielleicht hörst, was ich vielleicht nicht höre. Vielleicht hast du bessere Ohren als ich. Auf der anderen Seite sind es einfach zwei völlig unterschiedliche Aufnahmen geworden, die eine unterschiedliche Dynamik, einen unterschiedlichen Ausdruck haben und dementsprechend ist das wahrscheinlich das, was übrig bleibt. Aber wir machen nochmal ein kleines Fazit und da gehen wir jetzt nochmal kurz rüber auf die andere Position. Also, los geht's. Was bleibt am Ende des Tages übrig? Es ist ja tatsächlich eine Entscheidung zwischen Geschmack und Geschmack. Ne? Der eine sagt, nein, ich mag das Organische, wenn ich mit dem Instrument zusammen interagiere und atme, den Song quasi performe. Das ist mir wichtig, da geht's mir nicht darum, das letzte Quäntchen Technik aus Gesang oder Gitarrenspiel rauszuholen. Der andere sagt, nee, ich möchte eine möglichst gute Aufnahme machen und ich möchte auch eine möglichst ausgefeilte und vor allem saubere Aufnahme machen und nehme dann eben separat voneinander auf. Beides eine Geschmacksfrage und am Ende des Tages geht es ja nur darum, was gefällt dir am besten. Ne? Es gibt ein paar Punkte, die man auf jeden Fall beachten sollte, wenn man sich für die eine oder die andere Variante entscheidet. Die eine ist natürlich, man fängt sich ein bisschen mehr Mic-Bleed an und ist ein bisschen eingeschränkter in der Mikrofonauswahl. Später im Mix wird es dann auch nicht unbedingt einfacher, aber auch nicht wirklich schwieriger, wie wir gerade gesehen haben. Ne? Auf der anderen Seite ist natürlich die freie Auswahl der Mikrofone und wirklich das Hauptaugenmerk auf die Performance, auf eine möglichst gute Performance. Das sind natürlich die Vorteile, die man dann hat, wenn man separat einspielt oder dass man vielleicht sogar noch einen separaten Gitarristen nochmal bestellt, der es einem einspielt oder dass man zum Beispiel beim Singen dann separat vom Instrument auch stehen kann und nicht sitzen muss oder so. Das sind alles Vorteile, die man bedenken kann, auch wenn man separat aufnimmt. Auf der anderen Seite ist halt die Dynamik zwischen Instrument und Sänger jetzt nicht ganz so intensiv wie bei einer Direktaufnahme. Deswegen geht es darum, was du am besten möchtest. Entscheide dich am besten für eine Variante. Probier nicht wie ich hier beide Varianten aus. Das war ein bisschen sehr aufwendig und am Ende des Tages bin ich, glaube ich, mit beiden Varianten nicht zu 100% zufrieden. Das müssen wir, glaube ich, nochmal machen. Machen wir dann in einem Live-Mix hier demnächst mal im Video mit kompletter Band, die ich dann auch noch aufnehme. Nicht eine komplette Band, die hier sitzt, sondern ich bin die One-Man-Band. Falls du das nicht verpassen möchtest, dann lass doch ein Abonnement hier. Drück auf den Abo-Knopf, drück auf die Glocke daneben, dann verpasst du auch nicht, wann der nächste Livestream online kommt. Und dann sehen wir uns die Tage wieder zu einem weiteren Video. Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste. Mach's gut und Yassou!